Aus einer Ruine wird so langsam wieder ein tolles und hoffentlich bald auch renditeträchtiges Dreifamilienhaus mitten in Philadelphia. Wie der Stand der Renovierungsarbeiten ist und ob wir mit diesem Objekt auf einem guten Weg sind, erfährst du in diesem Video. Let's get into it! Willkommen bei der Lucas Show. Mein Name ist Lukas. Gemeinsam mit Investoren und Partnern kaufe, entwickle und verwalte ich Immobilien hier an der Ostküste der USA im Großraum Philadelphia. Heute siehst du ein Sanierungsupdate zu dem Haus unter dem Projektnamen Golden Gate. Alle Videos zu diesem Haus habe ich dir in einer einzelnen Playlist zusammengestellt. Den Link dazu, den setze ich dir jetzt hier oben ins Video, aber den findest du natürlich auch in der Beschreibung dieses Videos unten drunter. Also da kannst du alle Folgen, falls du die verpasst hast, nochmal binge-watchen. Kurzer Rückblick. Dieses Haus ist ein Dreifamilienhaus und das renovieren wir aktuell im Auftrag eines europäischen Investors. Das Haus hat einen ziemlich wilden Grundriss gehabt und zwar im Erdgeschoss waren so zwei Wohnungen oder zwei Einzelapartments mit Stahltüren getrennt. Im zweiten Obergeschoss oder in der ersten Etage waren die Toiletten und die Küche über den Gang. Das heißt, die Mieter hatten die Schlafzimmer verteilt, mussten über den Hausflur, um auf Toilette zu gehen bzw. die Küche zu erreichen. Und die dritte und letzte Wohnung im Obergeschoss war auch ein bisschen funky. Jede Menge Stahltüren, alte Elektrik, altes Plumbing, also Rohre, alles musste komplett neu gemacht werden. Beim Zeitplan gab es ein paar Verzögerungen. Das Haus sollte eigentlich bereits zum Herbst auf den Markt kommen, fertig renoviert sein. Das heißt, wir hätten im Sommer schon anfangen müssen zu renovieren. Hat leider nicht stattgefunden. Da gab es Verzögerungen beim Closing. Der Verkäufer hat sich ein paar Mal anders überlegt. Sei es drum, die Renovierungsarbeiten sind im vollen Gange. Wir konnten die Crews und Contractors alle erfolgreich umplanen. Verzug gibt es aber dennoch, denn ein Fall von Covid hat die Elektriker-Crew erwischt. Das heißt, die gesamte Crew ist mit einem Mal ausgefallen. Die waren eigentlich zu 50-75% fertig. Jetzt fehlen eben noch Steckdosen, Lichtschalter, Lampen und die Rauch- und Feuermeldeanlage. Das muss auch noch verkabelt werden. Nichtsdestotrotz, die Renovierungsarbeiten gehen trotzdem weiter und der Zeitplan wird hoffentlich auch immer noch Januar 2022 bleiben. Ein wichtiges Update gibt es auch noch. Das Haus bekam seinen Projektnamen Golden Gate eben durch die große, gelbe, massive, alte Haustür. Schade, die konnte nicht mehr gerettet werden. Der Rahmen bzw. die Türen waren schon angemodert. Die wird jetzt durch eine standardweiße Haustür ersetzt. Ja, die ist auch günstiger. Aber nichtsdestotrotz, der Projektname bleibt Golden Gate. Wenn dir das Video gefällt, lass mir auf jeden Fall ein Like da. Wenn dir die Themen gefallen bzw. du eigene Themenwünsche hast, schreib mir die am besten in die Kommentare unter das Video. Jetzt aber los, liken kostet dich nichts, tut nicht weh und hilft dem Kanal. Danke dir vorab. Jetzt habe ich genug über das Haus geredet, schauen wir uns an, wie ist der aktuelle Stand im Haus. Gehen wir mal rein. Also Golden Gate ist ein White Gate. Also hier ist Golden Gate ein White Gate geworden. Die Tür war nicht mehr zu retten. Das ist der Eingang hier. Strom- und Feuermelder. Hier hing dieser schlaue Spruch. Und das ist der Eingangsbereich geworden. Also von daher. Apartment 1, Apartment 2 da oben und ganz oben ist Apartment 3. Also letzte Züge, cool. Unten ist das Apartment 1. Fangen wir mal Apartment 1 an. Hier haben wir eine Starttür. Wir hören mal gute Musik hier. So, Fußboden, das ist Subfloor. Genau hier an der Wand war die Stalltür. Da war ein Schrank. Das hier ist das alte Badezimmer. Hier mitten im Gang. Das wird auch neu. Aber da geht es schon vorwärts.
Was war der Schlüssel für die Waschmaschine? Das war die alte Küche, das wird auch die neue Küche werden. Oh, Liebe, das ist fein. Okay. Da geht es auch schon vorwärts. Der Schrank. Da ist das Badezimmer dahinter. Gehen wir weiter. Hier war letztens noch alles offen. Badezimmer mit Fenster in der Wohnung. Sieht man auch nicht jeden Tag, ist aber okay. Hier oben war letztens noch alles offen, also Elektrik ist neu, komplett alles neu. Gehen wir mal hoch. Das ist jetzt Apartment 2. Also die ganze Wand hier ist neu. Diese Tür grenzt das Apartment ab. Niemand muss mehr in den Gang gehen. Hier haben wir jetzt die Küche gleich um die Ecke. Die Appliances sind schon da. Also Appliances sind Dishwasher, Ofen, Kühlschrank und so weiter und so fort. Dann haben wir den Wasserheizer direkt hier in der Wohnung. Über die alte Stahltür. Hier eine Menge Krams hier noch. Nichts passiert. Dann haben wir hier noch eine Stahltür. Da haben wir die Feuermeldeanlage. Neue Ducts, die alten Schränke. Jo. Dann noch hier hinten. Da ist das neue Badezimmer. Toilette da hinten. Dusche kommt hier rein. Badewanne sozusagen. Fußboden eigentlich überall schon ganz gut. Und das ist das alte Wohnzimmer bzw. das separate Zimmer gewesen. Und an dieser Seite hier und hier drüben sozusagen der Specht war. Und das sieht jetzt so aus. Nicht schlecht, oder? Hier oben war der ekelhafte Ventilator. Dann gehen wir mal hoch. Also hier war eine Statue, hier war noch eine Statue. Aber jetzt ist der Flur, der geht komplett zu. Hier noch mal ganz hoch. Musikalisches Erlebnis von mir. Also viel Freude kommt noch. Das ist das Badezimmer. Die kleine Dusche hier oben, also gibt es keine Badewanne, gibt es eine Dusche. Hier haben wir die Küche. Das ist die Küche hier. Hier haben wir das Wohnzimmer. Beziehungsweise das Schlafzimmer, da war hier oben noch eine Stahltür. Da, wo jetzt wo die Heizung drin steht. Also Heißluft siehst du da. Heißluftgebläse. Dann haben wir hier die Schränke. Ja. Sieht ja schon gut aus. In den letzten Zügen sozusagen. Keep the music running. I'm out of your way. There we go. So, hier oben war das so ein Weg und da war die Tür hinten. Also, komplette Transformation. Gehen wir mal in den Kopf. Hier ist Kopf einziehen.
Quatsch. Zu eng. Aber das wird noch größer. Ja, da ist immer. Also nicht viel passiert im Vergleich zum letzten Jahr. Also dann war der Heizungsanlage, Wasserheizer, dann der alte, beziehungsweise dann die alten, die sind jetzt verteilt über das ganze Haus. Wasseruhren, auch ein neues Konzept. Also neu für viele Leute hier. Ansonsten haben wir eigentlich nichts weiter Neues. Elektrik hat sich schon geändert, ist aber noch nicht fertig, also noch nicht vorzeigbar. Aber sieht ja schon geil aus, oder? Also letzte Züge, ein paar Wochen sind wir durch. Cool. Du siehst, das Haus ist in den letzten Zügen. Der Fertigstellungstermin Januar 2022, also jetzt, der kann gehalten werden. Wir haben noch ein paar Wochen Luft und wir haben auch noch im Budget ein bisschen Puffer. Trotz der Verzögerung, trotz des Covid-Einschlags, das Budget und der Zeitplan können hoffentlich gehalten werden. Sobald das Haus auf dem Markt ist und vermietungsbereit ist, dann mache ich hier nochmal ein Update zu diesem Haus mit allen Zahlen, mit allen Arbeiten, die durchgeführt wurden und natürlich, ob das Haus für den Investor dann immer noch attraktiv ist. Spoiler, mit Sicherheit. Wenn dir das Video gefällt, lass mir auf jeden Fall ein Like da. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere den Kanal, dann verpasst du auch nicht das Video mit diesem Update zu diesem Golden Gate House bzw. andere meiner Videos. Glocke aktivieren, dann informiert dich YouTube umgehend. Jetzt bleibt mir noch eins. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.